Seit einigen Tagen gibt es nun die Zoom-Apps, also eine Schnittstelle zur Videokonferenzsoftware Zoom, zu externen Anwendungen wie Miro, Mentimeter, Kahoot, die es einfach ermöglicht, diese Apps, diese Anwendung im Fenster der Videokonferenzsoftware Zoom zu öffnen und mit anderen zu bearbeiten, sodass ein Wechsel zwischen Zoom und dem Browser nicht immer mehr möglich oder notwendig ist. Wie das Ganze genau funktioniert und wo der ganz große Haken an dieser Angelegenheit ist, das zeige ich in diesem Video. Ich schalte zuerst einmal um auf meinen Monitor und ich habe jetzt hier zwei Fenster. Das eine ist hier die Host-Ansicht von meiner Zoom-Software. Dort habe ich bereits ein Meeting gehostet und hier das blau hinterlegte. Das ist eine virtuelle Maschine und da läuft eine zweite Zoom-Instanz. Das ist die Ansicht des Teilnehmers. So kann ich einfach auch zeigen, zeitgleich, wie es bei Host und Teilnehmer mit dieser Funktion aussieht. Die Apps finde ich beim Host, sofern ich sie im Benutzeraccount von ZoomOS aktiviert habe, in der Navigationsleiste, kann ich dann auf Apps draufklicken, habe dann die Möglichkeit unter Discover in den Marketplace zu gelangen, dort Apps zu installieren oder eben unter My Apps auf meine Apps auch zuzugreifen. Bevor ich das zeige, muss ich jetzt aber erstmal als Teilnehmer in das Meeting mit reinkommen. Das heißt, ich gebe jetzt die Meeting-ID ein, ich gehe jetzt ohne Video, ohne Audio rein, einfach, dass es auch zu keinen Störgeräuschen oder Rückkopplungen kommt. Nicht beitreten und genau. Und habe jetzt hier, wie gesagt, die Videokonferenzansicht des Teilnehmers und hier des Hostes. Ich möchte jetzt gerne in einem Miro-Board arbeiten. Miro, das hatte ich in einem Video schon mal gezeigt, da verlinke ich hier auch gerne nochmal drauf. Das ist ein Whiteboard-Tool, wo ich mit mehreren Personen zeitgleich digital, dezentral drin arbeiten kann, visualisieren kann mit Mindmaps, Flipcharts, mit Post-its und vielem mehr. Ich klicke also jetzt doppelt auf Miro drauf und es öffnet sich jetzt die Miro-Anwendung im laufenden Zoom-Fenster. Ich musste jetzt hier eingangs meine Passwort oder meine Benutzerdaten mit eingeben, dass ich eben auch in meinen Miro-Account auch zugreifen kann und habe jetzt hier die gleichen Möglichkeiten wie generell bei Miro. Das heißt, ich kann dort die einzelnen Miro-Boards wechseln. Ich kann mich in diesem Büroboard hier ganz auch normal drin bewegen, mit Zoomen. Gucken wir uns hier einfach auch mal die verschiedenen Fenster an. Genau, und ich kann über den Button Share kann ich zum Beispiel auch festlegen, mit welchen Rechten gleich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Miro-Board mit reinkommen. Das heißt, das ist der normale öffentliche Link. Anyone with the link can edit. Das heißt, wenn ich das so lasse, können gleich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Editierungsrechten in das Miro-Board reinkommen. Ich habe jetzt hier oben verschiedene Funktionen, nämlich Teilen und Senden. Wenn ich jetzt teile, dann wird das Miro-Board nur ganz normal, wie man jetzt hier sieht, als Freigabe geteilt. Das heißt, es ist einfach nur ein Zeigen, keine Interaktionsmöglichkeit, keine Mitmachmöglichkeit. Das wollen wir ja nicht. Das können wir auch über die normale Bildschirmfreigabe auch machen. Wir wollen ja, dass Zoom-Apps sich öffnen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitarbeiten können. Hierfür klicke ich auf Senden, kann mir dann hier einzelne Teilnehmer auswählen oder eben sagen, an alle senden. Und schon gibt es bei den Teilnehmern hier einen Hinweis und ich kann jetzt entweder ignorieren oder anzeigen. Und wenn ich auf Anzeigen klicke, dann öffnet sich auch hier Miro mit drin. Ich werde das andere Fenster hier schließen. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, die gleichen Möglichkeiten wie jetzt auch beim kollaborativen Arbeiten im Büro auch. Ich kann die Blickachsen zum Beispiel steuern, bring everyone to me, sodass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel jetzt auch genau das sehen, was ich jetzt gerade sehe und hier mit den Werkzeugleisten entsprechend mitarbeiten können. Werden die Apps beendet oder ist die Zusammenarbeit erstmal beendet, gibt es die Möglichkeit, dann hier auf My Apps zurückzugehen und dann eben auch zu sagen Close All, womit alle Apps auch, ich sag mal, geschlossen wird. Es wird dann eine kleine Übersicht auch nochmal angezeigt. Das gleiche mache ich hier auch nochmal als Host. Jetzt hatte ich ja erwähnt, dass es einen ganz großen Haken gibt. Genau. Und zwar sieht man ja jetzt hier, dass die App Miro bereits installiert war beim Teilnehmer.
Was passiert denn genau, wenn eine App noch nicht installiert ist? Ja, zeige ich das jetzt mal am Beispiel von Mentimeter, wo ich auch schon als Host installiert habe. Das heißt, ich öffne jetzt hier einfach ein Mentimeter-Board, könnte mir jetzt hier auch einfach eine Vorlage auswählen, die ich hier erstellt habe. Also gehe auch wieder auf Senden, möchte alle einladen. Jetzt kommt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber auch wieder ein Hinweis mit Ignorieren und Anzeigen. Und klicke ich jetzt auf Anzeigen, merkt natürlich das Zoom-System des Teilnehmers, hey, die Mentimeter-App ist ja noch gar nicht installiert, du musst die erst hinzufügen. So, ist soweit eigentlich auch klar. Leider auch eine englischsprachige Oberfläche, was für einige ja auch schon eine Barriere darstellt. Ich klicke auf Add, aber anstatt dass sich jetzt die App einfach installiert, öffnet sich jetzt erstmal ein Browserfenster und ich muss mich jetzt erstmal mit meinem Benutzeraccount einloggen. So, jetzt bekomme ich hier eine Übersichtsseite. Dort werde ich dann gefragt, you are about to install Mentimeter. Ich kann mir jetzt hier soweit alles durchlesen und muss jetzt über meinen Benutzeraccount, jetzt legitimieren und kann dann im Prinzip, sobald es mal legitimiert wurde, wieder in meine Zoom-Software zurückgehen und dann eben auch sagen, open. So, was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das, dass Apps nur installiert werden können von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die einen Zoom-Account haben. Also nicht nur über die Zoom-Software teilnehmen, sondern in der Tat auch einen Account haben, über den sie die App-Nutzung in Auftrag geben können. Und das scheitert es im Prinzip schon bei ganz vielen Menschen in meinen Bildungsveranstaltungen, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, dass die Menschen auch anonym teilnehmen können, zwar auch über die Zoom-Software, aber dass sie nicht unbedingt einen Benutzeraccount brauchen. Das ist wirklich ein großes Ausschlusskriterium. Dazu kommt natürlich, klar, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die müssen die Zoom-Software benutzen, die können nicht über den Browser teilnehmen, können auch nicht über die Android- oder iOS-App teilnehmen. Das heißt, die Zoom-Apps ist im Prinzip eine ganz geniale Sache. Also ich muss nicht das Zoom-Fenster verlassen und kann in externen Diensten gemeinsam mit meinem Team arbeiten. Aber der Weg dorthin, der ist für viele in der Bildungsarbeit einfach zu hürdenreich. Ja? Und von daher muss man einfach differenzieren. Ja, Einsatzszenario, ich kann mir jetzt gut vorstellen, ein festes Team irgendwie, wo jeder über einen Zoom-Account verfügt und wo bereits alles installiert und eingerichtet ist und jeder auch einrichten kann, ist das eine super Sache. Für offene Formate, wo die Leute auch anonym, auch über einen Browser oder über andere Endgeräte dazukommen können, ist es derzeit einfach noch nicht zu gebrauchen. Ich hoffe, ich konnte jetzt erstmal so einen kleinen Überblick über Zoom-Apps geben. Ansonsten schaut euch das einfach mal an. Ist kostenlos in der aktuellen Zoom-Version, steht das zur Verfügung. Wie gesagt, eine Menge Potenzial dahinter, aber im Moment noch ein sehr, sehr steiniger Weg. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss.